Hallo zusammen, wieder einmal ich und es geht um Battleship, was nicht wirklich den Film darstellt, den ich unbedingt sehen wollte. Aber diesmal hatte ich zwei gute Gründe. Zum einen sehe ich ja an den Klicks auf meinen Videos, welche eher geguckt werden und welche nicht. Und ich glaube, dass ein Film wie Battleship den Geschmack der meisten meiner Abonnenten trifft, zumindest das Interesse. Des Weiteren hatte Frank Tausch gestern auf seiner Facebook-Seite verkündet, dass er den Film erst in einiger Zeit gucken kann. Und ich dachte mir, ich kann nichts für seine 100.000 Abonnenten tun, wohl aber für die paar Leute, die mir zugucken. Und deswegen war ich gerade eben in der Sneak Preview eines Films, der offen zugibt, die Verfilmung des Spieles Schiffe versenken sein. Und das ist wirklich nicht nur ein Spruch. Ich meine, man hat den Trailer gesehen. Ein paar US-Schiffe sind bei einem Manöver auf dem Meer. Auf einmal tauchen gigantische Alienschiffe, die aussehen wie aus Transformers Restbeständen aus dem Meer auf und greifen an. Und es gibt wirklich Passagen, wo die Amis dann auf ihren Kampfbrücken an den Radarschirmen hängen, auf Reaktionen des Feindes achten und dann da entsprechend hinschießen. Es ist wirklich Schiffe versenken. Und hier gibt es erstmal einen Riesenlob für den Film, nämlich für den Trailer. Das ist wirklich einer, der nur Szenen aus der ersten Hälfte zeigt, im Grunde die Situation umreißt, die der Film abhandelt, aber eben noch nicht großartig spoilert oder megamäßige Sachen vorverrät. Absolutes Plus für den Trailer. Leider kann ich, was den restlichen Film angeht, jetzt nicht ganz so euphorisch sein. Das ist jetzt wieder so ein Ding, das könnte ich so richtig nach Leibeskräften zerfetzen und mich so richtig in Rage reden. Zum Beispiel über das absolut unplausible Verhalten der Aliens. Die sind scheinbar nicht darauf aus, einfach nur die Menschen platt zu machen, sondern sie greifen an und immer sobald sie die Chance haben, alles zu beenden, hören sie auf, fühlen sich sicher und lassen es wieder. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auf eine Auslösung gehofft, wo das Ganze irgendwie so ein bisschen plausibel dargestellt wird, was die eigentlich wollen und warum die nie den finalen Schlag landen, wenn sie es können, bleibt der Film leider schuldig. Dann ist es klar, dass bei einem Film wie diesen ausgefeilte Charaktere kein Muss sind und man hat hier wirklich die simpelste Variante gewählt, aber wirklich aus der absoluten Klischee-Mottenkiste, zum Beispiel der ins Zentrum gestellte Soldat, katastrophal gespielt von Taylor Kitsch, ist mit der Tochter seines Commanders liiert, der Befehlshabende seines Schiffes ist sein Bruder, mit dem er dann noch irgendwelchen Clinch laufen hat und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Dinger auszugraben, braucht man auch gar nicht drüber reden. Wobei man hier wirklich sagen muss, die Rollen selber sind eindimensional, aber es ist wirklich eine Sauerei, wie die besetzt wurden. Denn Taylor Kitsch, ich habe John Carter nicht gesehen, aber der sieht vielleicht attraktiv aus, aber er hat die darstellerische Mimik und Fähigkeiten eines Sesambrötchens. Für die miese deutsche Synchronstimme kann er nichts, aber trotzdem, also es ist ein Holzklotz. Die Frau an seiner Seite, beziehungsweise die eben auch da ins Kampfgeschehen eingreift, Brooklyn Decker heißt sie, sieht zwar hübsch aus, aber ist so ausdruckslos und also wie gesagt, rein darstellerisch, ja, brauche ich gar nicht, nee. Dann gibt es das übliche Problem bei Filmen wie diesen. Nämlich die Toten. Man hat am Anfang eine Stelle, wo die Aliens ankommen und dann versehentlich da ihren Satelliten auf Tokio abschießen und da mal eben, wie man später erfährt, 25.000 Menschen platt machen. Und kann ich mich am Action-Event erfreuen, wenn da nebenher Schiffe untergehen, wo mal eben ein paar tausend Soldaten absaufen oder eben so nebenbei mal eben 25.000 unschuldige Zivilisten platt gemacht werden? Ich kann das nicht, auch wenn ein eindimensionaler Film wie dieser diese Denkerei gar nicht verdient. Letztlich ist es alles egal, was ich hier sage, denn es geht doch nur um eines, nämlich um das dicke, fette, mega, super, duper Action-Event. Als solches, Schiffe, Aliens und US-Marineschiffe bombardieren sich, beschießen sich, es kracht, es rumst, es zimmert. Es ist also wirklich Kino, das versucht, so groß zu sein, dass die Leinwand es fast nicht fassen kann. Und das ist halt wirklich der Sinn und es funktioniert. Es ist einfach nur ein gigantisches, geiles Event. Es ist, als würde man 2 Stunden auf der PlayStation, auf der großen Leinwand spielen. Ich finde es auch sogar vom Timing her ganz gut, dass dieser Film jetzt kommt, weil wir hatten im letzten Jahr ja so viele Alien-Invasionsfilme, dass der hier wahrscheinlich in der Masse versunken wäre. So ragt der fast noch mal ein bisschen raus. Weil ganz ehrlich, es ist wirklich nur Nachzügler, der ein fettes Action-Event abfeuert. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns in einem Jahr hier sprechen oder ich sag mal am Ende der Kino-Sommersaison, wird keiner mehr diesen Film auf dem Schirm haben. Denn ich sage ehrlich, ich denke mit Filmen wie, keine Ahnung, wie den Avengers, wie dem neuen Bourne-Film, wie Batman, Spider-Man, werden wir sowohl was für die grauen Zellen bekommen, wie auch groß was aufs Auge und. Also ich denke mal, dass dieser Film im wahrsten Sinne des Wortes ein netter Startschuss für die Sommer-Blockbuster-Saison ist.
aber ich glaube, dass wir in allen Belangen noch besser bedient werden und dieser Film ein kurzweiliges Event darstellt, aber beileibe kein Muss. Auf meiner Skala gebe ich ihm 3 von 5 Punkten und die sind eigentlich auch nur, weil man sich wirklich amüsiert und wirklich den Mund nur dazu, den Kopf nur dazu braucht, um das Popcorn reinzuschieben und das Hirn nicht wirklich gefordert wird. In diesem Sinne, viel Spaß, alles Gute und bis dann, ciao.